Sehr gut. Kann man es jetzt gut sehen? Ja. Bei mir wird es jetzt im Vollbildmodus angezeigt. Gut. Wir haben unseren Vortrag genannt: Kleine Kinder, großes Wissen, Hochbegabung als Diversitätskategorie in der frühen Kindheit. Was haben wir uns heute mit Ihnen vorgenommen? Wir werden die Frage diskutieren, warum Hochbegabung eigentlich eine Diversitätskategorie ist. Ich habe ein Fragezeichen hinter diesen Teil gesetzt, weil, das werden wir im Laufe des Vortrags hören, eben oft nämlich nicht so ist. Dann werden wir einen Blick auf die Begabungsgerechtigkeit in der frühen Kindheitspädagogik und der frühen Kindheit werfen und freuen uns dann, nachdem wir einen theoretischen Input gegeben haben, das übernimmt dann Michaela Kruse, mal zu zeigen, wie geht denn das überhaupt? Was macht man eigentlich in der inklusiven und vielfaltsorientierten Begabungs- und Begabtenförderung und stellen unser Projekt K-Campus Kita Niedersachsen vor. Das ist ein Kita-Einrichtungsentwicklungsprojekt und freuen uns, Ihnen da mal Auszüge zu zeigen, was wir dort eigentlich konkret machen und hoffen, dass wir ein Zusammenspiel von Theorie und Praxis gut hinbekommen. Was ist denn eigentlich Hochbegabung? Ich habe das Hoch hier in Klammern gesetzt, ist nämlich ein Konstrukt zwischen Homogenitätszuschreibung und Diversitätskategorie. Und wir schauen uns mal an, warum ich das so schreibe. Wir schauen uns an, was eigentlich erscheint, wenn man Hochbegabte bei Google oder bei sonstigen Suchmaschinen eingibt. Können Sie ja selber mal ausprobieren. Es ist ganz interessant, was dann erscheint. Ich habe hier mal ein paar Bilder zusammengestellt. Und zwar die Darstellung in den Medien sehr, sehr oft der menschenscheue Nerd, der Nächte vor dem Computer sitzt. Hochbegabte, die jedoch alltägliche Anforderungen nicht meistern können. Oder eben der zerstreute Professor. Und Sie sehen schon, wie die Kinder hier dargestellt werden. Sehr interessant ist, dass, wenn man das googelt, dass in erster Linie Jungs erscheinen. Das sehen Sie hier auch an diesen Bildern. Was wir daran schon sehen ist, und das werden viele von Ihnen vielleicht kennen, dass Hochbegabung erstmal mit sehr, sehr vielen Klischees besetzt ist. Und in unserer Tätigkeit in der Karg-Stiftung werden wir noch heute immer wieder auch aus Kitas mit Sätzen konfrontiert. Wir haben als Team uns mal den Spaß erlaubt, ein paar dieser Sätze zusammenzutragen. Ich möchte Ihnen gern mal ein paar vorlesen, die Sie auf sich wirken lassen können. Hochbegabte brauchen keine Förderung, die können ja schon alles. Das Kind will ja nur angeben und sich in den Mittelpunkt stellen. In der Kita wird gespielt und nicht gelernt. Aber wenn der hochbegabt ist, wie kann er denn dann so schlecht in der Schule sein? Dicke Brille, dafür ist er aber Bewegungslegastheniker. Das Kind wird zu Hause bestimmt dauernd gegrillt. Hochbegabte sind zwar kognitiv weit voraus, dafür sozial aber oft schwierig. Ja, alle Eltern denken, ihr Kind sei hochbegabt. Mädchen sind fleißig, Jungs sind begabt. Mädchen sind das fleißige Lieschen. Der kleine Einstein, Hochbegabte gibt es nur in der Oberschicht. Kinder mit Migrationshintergrund können gar nicht hochbegabt sein. Hochbegabung ist ein Privileg und Elitenförderung. Wir haben hier aber andere Baustellen zu bearbeiten. Und am liebsten mag ich könnte das jetzt noch unendlich weiterführen, das, was uns auch schon bei der Karg-Stiftung begegnet ist, die bei der Karg-Stiftung sind doch alle hochbegabt. Und Professorin Tanja Bautzon, die sich mit Hochbegabung befasst und seit Jahren dazu forscht, hat mal, das habe ich hier aufgenommen, sich die Mühe gemacht, sie hat es Bullshit-Bingo genannt, Hochbegabung, und hat mal die üblichsten Klischees zusammengestellt. Das finde ich ganz interessant. Und wir haben hier erste Anzeichen dafür, dass Hochbegabung eben nicht nur eine Diversitätskategorie darstellt, sondern wenn man einen Schritt weiter geht, tatsächlich auch als Diskriminierungskategorie geframed werden kann. Sie sehen sicher schon oder Sie können sich denken, dass viele dieser Klischees nicht der Wahrheit entsprechen, jedoch in den Köpfen der Leute vielfach auch pädagogischem Fachpersonal in Kita und Schule vorhanden sind. Und
Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was ist denn Hochbegabung eigentlich ganz genau? Und weil Hochbegabung ein Phänomen ist, das sehr viele Leute sehr stark immer wieder fasziniert, schauen wir uns eben eines dieser Beispiele an, die gern in den Medien zitiert werden, um zu klären, und ich möchte es gern sehr anschaulich gestalten, was Begabungen sind und warum sie uns eigentlich so faszinieren. Es gibt Michael Kearney, auch den können Sie mal googeln, den gibt es wirklich. Er wird in den USA das Wunderkind genannt, denn er sprach mit 4 Monaten ganze Sätze, konnte mit 15 Monaten lesen, mit 3 Jahren konnte er mathematische Gleichungen lösen und so ging es dann weiter. Mit 6 studierte er an der Uni, hatte mit 10 seinen ersten Uni-Abschluss in der Tasche und mit 22 war er promoviert. Und das hat aber auch nur so lange gedauert, weil er dazwischen noch einen weiteren Master gemacht hatte. Und so geriet er als jüngster Student und Absolvent ins Guinness-Buch der Rekorde. Was klar ist, dabei handelt es sich nicht immer um typische Merkmale. Und solch eine Entwicklung wie bei Michael Kearney wirft natürlich Fragen auf und fasziniert zugleich. Wie kann es eigentlich sein, dass jemand so früh so herausragende Leistungen erbringt? Wie kann man denn so hohe Begabungen jetzt erklären? Es gibt mehrere Arten, drauf zu schauen. Zunächst könnte man bei Michael selbst schauen. Vielleicht war er von Geburt an mit besonderen Leistungsvoraussetzungen ausgestattet. Und wenn man schaut, wie sich die Begabungsforschung und die Definition darüber, was Begabung ist, entwickelt hat, gestaltet es sich so. In der frühen Begabungsforschung blickte man vor allem auf solche Menschen wie Michael. Es wurden so um 1900 rum Intelligenztests entwickelt, die besonders objektiv erschienen. Und früher galt demnach, wer als besonders begabt galt, erzielte hohe Werte in Intelligenztests. Und auch genau daher kam die sogenannte Elitenförderung und der Ruf der Elitenforschung, was uns teilweise bis heute noch begleitet. Aber ist Begabung dann eine Sache der Natur? Und heute weiß man, menschliches Potenzial ist grundsätzlich veränderbar. Und die Begabungsforschung begann also auf dieser Grundlage, Entwicklungs- und Förderaspekte einzubeziehen im Laufe der Zeit. Das heißt, Begabung wurde nicht mehr nur als angeboren angesehen, sondern man begann, Umweltfaktoren und günstige Lern- und Entwicklungsfaktoren näher zu betrachten, um hohe Begabungen zu erklären. Würde man aber ausschließlich auf Lern- und Entwicklungsfaktoren zur Erklärung von zum Beispiel Michaels Leistungen als Erklärung hinzuziehen, würde das bedeuten, dass Michael diese Leistung nur aufgrund von Förderbedingungen erbringen konnte. Und bis heute hat die Forschung aber keine abschließende Erklärung darauf, wie eine Entwicklung wie die von Michael nun komplett zu erklären ist. Fest steht aber, und da ist sich die Forschung einig, weder Anlage noch Umwelteinflüsse, also weder Intelligenzfaktoren zum Beispiel, noch reine Förderfaktoren allein können dafür ausreichen, sondern ein Zusammenspiel ist entscheidend. Und Michaela Kruse hat nachher noch einmal ein Modell mitgebracht, an dem man das auch sehr, sehr schön zeigen kann, wie diese Faktoren zusammenspielen und wie sich Potenzial eigentlich entfalten. Es gibt zahlreiche Antworten, also es gibt nicht das Konstrukt. Es ist wie immer in der Wissenschaft, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Erklärungsansätze und noch nie so viel wie heutzutage. In der Psychologie beschäftigt man sich sehr viel mit Intelligenz. Intelligenz ist im Übrigen das besterforschteste Phänomen der Psychologie, kann als angeborene Intelligenz angesehen werden. In der Schulforschung und in der Schulpädagogik beschäftigt man sich aber sehr, sehr stark damit, dass Hochbegabung als Ergebnis optimaler Entwicklung und Förderung zu sehen. Man geht da auch ein bisschen weg von dem Begriff Hochbegabung, sondern hat ein sehr breites Begabungsverständnis. Und in der Soziologie bezeichnet man oder konstruiert man Hochbegabung eher als Resultat eines sozialen Zuschreibeprozesses. Das heißt, jemand ist beispielsweise hochbegabt, weil andere ihn dafür halten. Daher gibt es auch Uneinigkeit in der Wissenschaft,
Beispielsweise wird sich auch die Frage gestellt, ob Hochbegabung nun ein sehr allgemeines Phänomen ist oder bereichsspezifisch. Wenn wir noch mal genauer auf Michael schauen, der hat Biochemie und Informatik studiert. Also hätte Michael auch in Literatur glänzen können. Das weiß man nicht genau. Unterschiede rühren auch daher, ob Begabung als gegeben oder veränderbar gesehen wird oder ob geglaubt wird, dass sie sich in Abhängigkeit von Kultur und Kontext entwickelt. Die Rolle der kulturellen Einflüsse ist hier ganz besonders interessant. Also mit anderen Worten, warum nehme ich jetzt ausgerechnet Michaels Beispiel zur Verdeutlichung? Michael ist also ein Beispiel für außergewöhnliche Leistungen im akademischen Bereich und viele aus unserem Kulturkreis hätten wohl ein ähnliches Beispiel genommen und nur wenige würden vermutlich jemanden nehmen, der besonders im sozialen Bereich Außergewöhnliches geleistet hat. Das variiert aber je nachdem, wie das in der jeweiligen Kultur definiert wird. Bei uns ist der Grund, dass in unserem Kulturkreis wohl die Leistungsentwicklung als besonders förderlich angesehen wird, denn bei uns gilt, wer viel leistet, auch kognitiv, hat später Erfolg im Leben. Trotzdem habe ich versucht, eine begriffliche Annäherung herzustellen. Wichtig ist festzuhalten, Begabung allgemein bezeichnet das leistungsbezogene Potenzial eines Menschen, Hochbegabung dementsprechend das extrem hoch ausgeprägte Potenzial. Und wichtig ist dabei, Hochbegabung ist noch keine Leistung. Sie ist die Voraussetzung zu besonderer Leistung, aber nicht die Leistung selbst. Es ist ein Potenzial. Wir in der Karg-Stiftung definieren natürlich sehr viel und haben uns auf eine Definition geeinigt, die ich persönlich sehr gut als Beschreibung heranziehen kann. Sie ist aus einem Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen entstanden, International Panel of Experts for Gifted and Talented Education, IPEDGE. Und ich möchte sie einmal vorlesen. Als hochbegabt gelten Personen mit überdurchschnittlich hohem Leistungsvermögen und großem Förderpotenzial, zum Beispiel größere Lernfähigkeit, stärkerer Wissensdurst, höheres Lerntempo. Sie verfügen über leistungsbezogene Potenziale, die bei langfristiger systematischer Anregung, Begleitung und Förderung das Individuum in die Lage versetzen, anspruchsvolle Tätigkeiten auszuführen. Einfluss darauf haben neben kognitiven Fähigkeiten, aber auch nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale wie Leistungswille, sachbezogenes Interesse, Arbeitsdisziplin, Selbstvertrauen und Fähigkeiten der Selbststeuerung. In der Praxis erlebe ich es sehr, sehr oft, dass natürlich die Frage gestellt wird, Hochbegabung, das heißt gleich sehr intelligent. Ich habe deshalb noch mal einen kleinen Exkurs eingebaut. Die Sache mit dem IQ habe ich es genannt. Ich sage dazu immer sehr gerne, dass der IQ ja in Deutschland erfunden wurde vom Wissenschaftler William Stern in Hamburg. Das wissen sehr viele nicht. Was ich daran auch interessant finde, ist, dass William Stern als Psychologe und Schulpädagoge auch damals den IQ entwickelt hat, um begabungsgerechten Aspekten Rechnung zu tragen. Das heißt, er war seiner Förderung oder er zielte mit seiner Förderung eher auf Kinder, die aus einkommensarmen Haushalten kamen, weil man das damals schon wusste. Der IQ ist ein Vergleichsmaß. Man sagt in Deutschland auch, ab einem IQ von 130 sind Personen hochbegabt. Das betrifft in Deutschland 2%. Das heißt, der IQ setzt die individuelle Leistung in Relation zu Gleichaltrigen. Also heutzutage heißt es die Abweichung von der Durchschnittsgruppe. Sie sehen hier die gaußsche Normalverteilungskurve. Vereinfacht gesagt, ein 18-Jähriger macht zum Beispiel einen Test und sein Wert wird in Relation zu den Werten gesetzt, die durchschnittlich die meisten 18-Jährigen erzielt haben. Vereinfacht, die meisten 18-Jährigen lösen so und so viele Aufgaben. Hat einer mehr oder weniger Aufgaben, gibt es eine Abweichung nach oben oder unten. Hier auf dieser Normalverteilungskurve
Also als ein Merkmal, wie es normal verteilt ist, beispielsweise wie auch die Schuhgröße, könnte man so darstellen. Daran schließt sich häufig die Frage an, warum oder wie kann man den IQ denn eigentlich messen? Und Sie können da sehr viel drüber lesen. Ich werde es gleich auch nochmal gesondert sagen. Es ist gerade eine tolle Expertise von Herrn Kloß und Frau Mähler erschienen, die sich genau mit diesem Phänomen befassen. Ich möchte auf den IQ oder die Testung kurz eingehen in Bezug auf die frühe Kindheit. Denn man geht bei jungen Kindern davon aus, dass die Intelligenz sich noch verändert. Man spricht auch eher von intelligenznahen Merkmalen. Und das heißt natürlich für die frühe Kindheit, dass eine pädagogische Diagnostik, das heißt pädagogische Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren und eine gezielte Förderung extrem wichtig sind, weil man den IQ, streiten sich Psychologinnen drüber und Psychologen, stabil mit 5 Jahren messen kann. Es gibt Tests, die messen das auch eher, aber die Intelligenz verändert sich noch und deshalb muss man einfach schauen, welchen Sinn es hat und welchen Zweck es hat. Das muss man sehr genau klären, Kinder in dem Alter schon zu testen und sich zu fragen, was kann man in der Kita bereits ausschöpfen, weil man hohe kognitive Begabungen auch schon eher erkennen kann durch pädagogische Instrumente. Ich habe hier nochmal zur Verdeutlichung von Frau Preckel ein Zitat aufgenommen zur Verortung. IQ-Tests an sich sind lediglich Methoden. Ihre fachgerechte Einbettung in einen diagnostischen Prozess zur Beantwortung einer konkreten diagnostischen Frage entscheidet über ihren Nutzen. Also es sollte nie ein Test gemacht werden, nur um die Zahl des IQs rauszufinden. Es sollte immer eine pädagogische Fragestellung auch noch dahinter stehen. Die Feststellung einer Maßzahl für die Intelligenz als Selbstzweck oder als alleinige Entscheidungsgrundlage ist theoretisch und messtechnisch gesehen in den allermeisten Fällen nicht sinnvoll. Und das ist gerade für die frühe Kindheit bedeutend. Deshalb habe ich diesen kleinen Exkurs eingebaut. Was heißt das denn nun? Frühe Kindheit, Diversität und Begabung, wenn man den IQ nicht messen kann. Was sagt uns denn ansonsten die Wissenschaft darüber? Was für mich die wichtigste Botschaft ist, die auch sehr schön in der Expertise von Herrn Kloß und Frau Mähler bearbeitet wurden, dass Kinder, die begabt sind, die hohe kognitive Begabung haben, keine homogene Gruppe sind und dass Hochbegabung überall vorkommen kann. Besonders schwierig ist das in den Erziehungs- und Bildungsplänen der Bundesländer. Die können Sie sich mal anschauen. Hochbegabung nicht differenziert betrachtet wird, sondern immer als eine homogene Kindergruppe. Und natürlich sind auch hochbegabte Kinder genauso unterschiedlich und vielfältig wie alle anderen Kinder auch. Und Hochbegabung kann überall vorkommen, kann bei Kindern mit Migrationshintergrund vorkommen, bei Mädchen, bei allen Kindern und wird aber oft nicht erkannt. Was wir nämlich aus der Forschung wissen, ist, dass gerade Kinder mit Migrationshintergrund, überhaupt keine Debatte in Deutschland, Mädchen, Kinder aus bildungsfernen und einkommensarmen Familien seltener als hochbegabt erkannt werden und bestimmte Prädiktoren einfach beeinflussen, ob ein Kind sein Potenzial und seine Begabungen entwickeln, entfalten und ausschöpfen kann. Sind zum einen Faktoren der sozialen Herkunft einerseits und das hängt auch damit zusammen, was Eltern ihren Kindern zum Beispiel zutrauen und die Förderbedingungen, die Kinder in den Institutionen erwarten. Und für uns ist diese Botschaft möchten wir auch senden, Hochbegabung eine Diversitätskategorie. Ich möchte mir mit Ihnen einmal anschauen, was denn passieren kann. Das wissen wir aus der Praxis, wenn hochbegabte Kinder nicht gefördert werden und bereits in der Kita. Weil Hochbegabung und dieser Drang, die Begabungen auszuleben, ist bei Kindern ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Ich habe hier eine Folie, die meine Kollegin Wiebke Evers netterweise mal vorbereitet hat. Was hören Kinder? Ich darf nicht zeigen, was ich kann. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig.
wenn Kinder ausgebremst werden. Ich werde nicht wahrgenommen. Ich bin das Problem. Ich bin nicht richtig. Ich muss mich anpassen, wenn ich dazugehören will. Gerade bei Mädchen wissen wir, dass Mädchen ihre Begabungen herunterspielen, weil sie in Institutionen, sowohl von Peers als auch in pädagogischen Institutionen, oft auch geärgert werden, wenn sie zu sehr ihre Begabungen zeigen. Es wird oft der kleine Einstein. Vielleicht haben Sie sowas ja auch schon gehört. Natürlich nicht überall, aber es ist immer noch sehr gängig. Ne? Und machtlos. Was heißt das jetzt konkret? Was macht das aus? Auf welche Eigenschaften hat das einen Sinn? Das sind die Auswirkungen mangelnder Akzeptanz. Ich darf nicht zeigen, was ich kann, hat einen negativen Einfluss auf Kompetenzentwicklung und Selbstwirksamkeit im weiteren Bildungsverlauf. Es ist gerade wichtig in den ersten Jahren, was Kinder dort lernen und für Erfahrungen machen. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Ich werde nicht wahrgenommen, der Beziehungsebene. Ich bin das Problem, ich bin nicht richtig, hat Einfluss auf die Identitätsentwicklung. Ich muss mich anpassen, wenn ich dazugehören will, ist die soziale Anpassung. Und hier geht es um Abhängigkeit, auch um Machtverhältnisse. Die frühe Kindheit, da sind sich ForscherInnen und Fachkräfte aus der Praxis auf jeden Fall einig. Das wissen wir auch aus der Bildungsforschung, ist eine bedeutsame Etappe im Leben eines Kindes, wenn man auf die persönliche Entwicklung und den Bildungsverlauf von Kindern schaut. Und Kinder kommen teils erst mit 7 in die Schule. Das heißt, dass im Bildungsprozess schon viel, viel Zeit vergangen ist. Und Kinder, ich habe es eben verdeutlicht an den Folien, natürlich schon mit gewissen Erfahrungen in die Schule kommen. Befasst man sich mit frühen Begabungen allgemein, stehen im Fachdiskurs und der Wissenschaft nach wie vor 2 Fragen im Vordergrund, nämlich wie erkennt man eigentlich Frühbegabungen und wie fördert man Frühbegabungen? Zu diesem Thema existieren zwar Publikationen, eine davon habe ich Ihnen eben vorgestellt, die ist ganz neu. Aktuell gibt es diese Expertise beschäftigt sich aber auch vor allem mit Hochbegabung und sozialer Ungleichheit in der frühen Kindheit, weil wir eben wissen, dass Kinder aus unterschiedlichen Lebensgeschichten nicht erkannt werden. Und in der öffentlichen Debatte ist das eigentlich wenig Thema. Sie können es sich ja mal anschauen und danach suchen, ob Sie eine gute Publikation finden. Und es scheint aber einen Konsens darüber zu geben, dass begabte Kinder in den ersten Jahren identifiziert werden können und Zugang zu individualisierten Lernangeboten haben müssen, die ihren Leistungsvoraussetzungen entsprechen. Aber es gibt bisher nur sehr, sehr wenig empirische Forschung, die sich mit Bildungsmaßnahmen befasst, die vor allem bei jungen begabten Kindern erfolgreich sind. Und das sowohl im nationalen als auch internationalen Bereich. Also in der Schule sieht es anders aus. In der frühen Kindheit ist das Feld total unterforscht. In den Bildungsplänen unterschiedlicher Bundesländer, bei uns in Deutschland, ist festgehalten, dass auch kognitiv besonders begabte Kinder individuell gefördert werden müssen. Kinder werden aber ausnahmslos als homogene Gruppe beschrieben und wir wissen auch nicht genau, wie das in der Ausbildung thematisiert wird. Wenn man die Pläne sich anschaut, ist es sehr auffällig, dass Hochbegabung eigentlich immer so im Bereich von Teilleistungsstörungen nicht eingestuft wird, aber immer im Kontext von Teilleistungsstörungen auch thematisiert wird und immer in einem relativ kleinen Absatz. Was braucht es denn jetzt für die frühe Begabungs- und Begabtenförderung, damit der Bereich ein bisschen mehr präsent wird? Wir brauchen das Identifizieren weiterer offener Fragen im Bereich der frühen Begabungs- und Begabtenförderung. Klar ist für uns, hochbegabte Kinder sind keine homogene Gruppe, dafür braucht es Aufklärung. Es braucht eine individualisierte und inklusive Förderplanung, damit Kinder ihre Begabungen entfalten können und eine gute Lernerfahrung machen. Das ist hier auch Teil von Inklusion. Es geht hier auch darum, Teilhabe zu ermöglichen. Es
Es ist notwendig, systematische Beförderung von Forschung im Thema frühe Begabung voranzutreiben und im Gegenzug auf der Praxisseite Modellprojekte zu entwickeln, die sich einfach dieser Beantwortung dieser Fragen widmen. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Das klingt jetzt sehr optional, das ist es aber nicht. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, warum es denn ein Thema der Begabungsgerechtigkeit und tatsächlich auch der sozialen Ungleichheit, sprich auch ein Kinderrechte-Thema ist. Denn was wir immer vergessen, ist, dass hohe Begabungen bei allen Kindern vorkommen, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen, welches Geschlecht sie haben oder welchen Bildungsabschluss oder welches Einkommen die Eltern vorweisen können. Und sie alle haben ein Recht darauf, dass sie ihre Interessen, Fähigkeiten und Begabungen entfalten können und entsprechend gefördert werden. Und die sozialpolitische Relevanz, die das Thema hat, wird in den Kinderrechten deutlich. Die Kinderrechtskonvention hat Deutschland mit unterschrieben. Und diese beschreibt die Förderung von Begabung wie folgt. Ich zitiere hier einmal, die Bildung des Kindes muss darauf gerichtet sein, a, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen. Und daraus lässt sich ableiten, dass Kitas eine tragende Bedeutung dafür haben, dass die Fähigkeiten und Begabungen von allen Kindern erkannt und gefördert werden, auch von denen, die mit weniger bildungsbezogenen oder verschiedenen soziokulturellen Vorerfahrungen in die Einrichtungen kommen. Mittels pädagogischer Konzepte können sie Interesse und Begeisterung für Themen bei Kindern wecken und entdecken, sowie ihre Stärken fördern. Und wie das genau geht, ich habe ja jetzt sehr theoretisch vorgetragen, wie das genau geht, wird Michaela Kruse Ihnen jetzt vorstellen. Wir haben ein gemeinsames Kooperationsprojekt mit dem NIFBE in Niedersachsen zusammen. Michaela, ich übergebe den Stab an dich. Ja, danke schön. Machst du mal direkt eins weiter? Also ich stelle jetzt am Anfang überhaupt erstmal dieses Projekt vor, wie das inhaltlich aussieht, was wir da gemeinsam haben, dass wir erstmal einen Überblick bekommen, worum geht es da eigentlich. Und in dem Projekt sind die übergeordneten Ziele in der Zusammenarbeit mit den Kitas, mit denen wir arbeiten, die Begabung aller Kinder überhaupt identifizieren zu können, und zwar unabhängig, wie Nadine es gerade schon gut erklärt hat, unabhängig von ihrer sozialen, ökonomischen und kulturellen Herkunft, also mit diesem Blick auf Begabungsgerechtigkeit. Und es geht darum, diesen inklusiven Begabungsbegriff oder die Begabtenförderung von und die Begabung von Kindern voranzubringen in Kitas. Und es geht darum, insgesamt Kitas zu unterstützen, sich als begabungsförderliche Einrichtung weiterzuentwickeln. Also vieles findet ja schon statt, was man vielleicht auch gar nicht so weiß. Aber da leisten wir in dem Projekt Unterstützung. Und ein weiteres Thema ist auch zu versuchen, über Vernetzung den Übergang von der Kita in die Grundschule mitzugestalten, auch unter diesem Blick Begabungsförderung. Kriegst du eins weiter? Danke. Und hier sieht man so ein bisschen die Komponenten, also aus was sich dieses Projekt da eigentlich zusammensetzt. Und zwar sind so die übergeordneten Begriffe Netzwerkentwicklung, ne, dass wirklich Netzwerke entstehen, in denen Begabungsförderung stattfindet, wo sich die Akteure gegenseitig supporten. Dann Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Und in diesem Rahmen sozusagen finden Fortbildungen, sage ich auch gleich noch was Näheres zu, auf verschiedenen Ebenen statt, also einmal in den Einrichtungen, aber auch für einzelne Kompetenzteams, die sich aus den Einrichtungen, die in unserem Projekt beteiligt sind, die für diese Kompetenzteams stattfinden, dass die ihre Einrichtungen nochmal besonders supporten können. Und dann machen wir als NIFBE in dem Projekt eine Prozessbegleitung, also machen immer wieder Bestandsaufnahmen, wo steht ihr gerade als Kita in dem Prozess, wie sieht Begabungsförderung bei euch aus, wie wollt ihr das weiterentwickeln, und gucken wir gleich nochmal inhaltlich drauf. Und dann geht es natürlich um die Vernetzung auch
von allen Akteuren in dem Projekt. Okay. So, und hier sieht man so ein bisschen die Veranstaltungsformate. Das Projekt läuft, wie Sie sehen, zwischen 2021 und 2025. Und in der Zeit gibt es 6 Intensivkurse, also im Grunde Fortbildung für die Leitung und für das Kompetenzteam. Das sind also StellvertreterInnen aus den Einrichtungen, die sich besonders intensiv nochmal mit Begabungsförderung befassen und dann wieder als Multiplikatorin in die Einrichtung gehen. Dann gibt es ein Leitungsforum, wo es nochmal, wo sich die Leitungen treffen und da nochmal speziell gucken, wie ist ihre Rolle eigentlich in diesem Thema Begabungsförderung und da im Grunde Fortbildung bekommen, Austausch untereinander haben können, was sie machen, wie sie das machen und sich auch da gegenseitig supporten. Und dann finden auch einrichtungsinterne Fortbildungen mit den ganzen Teams vor Ort statt. Genau, und die Inhalte dienen dem Aufbau und der Vertiefung und der Reflexion von Wissen zum Thema Begabungsförderung. Und die Inhalte werden auch immer wieder thematisch und methodisch an die Zielgruppen angepasst. Das heißt, wir sind mit den Kitas immer gut im Kontakt und tauschen uns darüber aus, welche Themen sind jetzt eigentlich gerade dran, was brauchen sie, und danach schauen wir auch, welche Referenten wir für die Veranstaltung bekommen. Machst du weiter? Es geht gerade nicht, es reagiert gerade nicht. Warte. Okay. Ah, warte mal. So, jetzt. Okay. Hier sieht man einfach nur mal so als kleinen Einblick, was in den Intensivkursen, also sprich die Kurse, in denen Kita-Leitung und das Kompetenzteam teilnehmen, was da für Themen eine Rolle spielen. Beim ersten Treffen ging es um die Grundlagen der Begabungsförderung. Dann ging es darum, wie kann man Begabung überhaupt erkennen. Dann geht es darum, wie können Begabungen individuell gefördert werden. Dann um das Thema, was heute auch schon angerissen wurde, Bildungsgerechtigkeit, also die Vielfalt in der Begabungs- und Begabungsförderung. Dann um Beratung und Begleitung und am Ende nochmal um den Transfer und die Vernetzung und wie man die Übergänge in die Grundschulen gestalten kann. Kontinuierlich werden die Kitas begleitet. Wir haben am Anfang auch eine Situationsanalyse, also eine Art Bestandsaufnahme gemacht mit den Kitas, wo sie überhaupt stehen, wo sie starten und wo sie hinwollen. Und dazu gibt es Prozessbegleitungstermine. Richten sich dann an das Kompetenzteam in der Kita und auch an die Kita-Leitung, die auch da beteiligt sind. Und dort entwickeln und erarbeiten wir dann die themenspezifischen Bedarfe, wie dann immer in die Planung, was ich gerade schon kurz angedeutet hatte, der ganzen Veranstaltungsformate einbezogen werden. Die Situationsanalyse, das war der Start, den wir gemacht haben, wo wir als Prozessbegleitung, also meine Kollegin Maike Sauherren und ich, in die Kitas gefahren sind, mit so einem stärken und ressourcenorientierten Blick mal geguckt haben, inwieweit ist Begabungsförderung überhaupt Thema in der Einrichtung? Wo stehen Sie da? Wie ist das Verständnis von Begabungsförderung? Was haben wir schon für Kooperationspartner? Also mal so auf ganz verschiedenen Ebenen eine Bestandsaufnahme gemacht und haben auch da schon mal so eine Standortbestimmung gemacht, wo könnte das so hingehen. Und das haben wir direkt in der Kita vor Ort gemacht, haben die Kitas auch kennengelernt und haben die Einrichtungen kennengelernt. Genau, jetzt noch zu den weiteren Veranstaltungen. Also es gibt 4 Netzwerktagungen in der Projektlaufzeit. Und da geht es darum, dass die Projektteams der Kitas vernetzt werden, aber auch noch weitere regionale und externe Kooperationspartner, die vielleicht mit dem Thema Begabungsförderung zu tun haben, das und auch die Kitas unterstützen können oder auch umgekehrt die Kitas vielleicht die Kooperationspartner unterstützen können. Und dann gibt es auch, da kann der Kurs wahrscheinlich mehr zu sagen eigentlich, wissenschaftliche Begleitung, wo die Dynamik der Vernetzung in dem Projekt untersucht werden soll. Das Projekt ist also evaluativ angelegt und fragt nach den Gelingensbedingungen der Vernetzung in den Kitas und der frühen Begabungs- und Begabungsförderung. Forschungsfragen sind, inwieweit entwickeln
verändern und etablieren sich Netzwerke im Rahmen dieses Projektes und in dem Projektzeitraum? Welche Typiken der Vernetzung weisen Kitas als zentrale Akteure zu Beginn, im Verlauf und am Ende des Projektes auf? Das habe ich verstanden und die Forschung. Sonst müssen Sie mich korrigieren, Herr Schluss. Okay. Jetzt nochmal so ein inhaltlicher Einstieg, um nochmal so zu verstehen, aus was sich eigentlich eine Begabungsentwicklung zusammensetzt, habe ich nochmal dieses Heller-Modell, was wir ganz oft heranziehen, mitgebracht. Und auf der linken Seite, Nadine hat es im Grunde auch in ihrem Vortrag schon an einigen Stellen aufgedröselt, findet man in Orange die Begabungsfaktoren. Also es sind eigentlich die Potenziale. Und Potenziale sind ja noch nichts, was sich schon in irgendwas umsetzt. Also sie sind nicht in, sie sind noch keine Produkte, sie sind keine Leistungen, sie sind noch nichts Greifbares, sondern erstmal nur etwas, was sich entwickeln kann. Also sie sind ein Samenkorn, könnte man vielleicht sagen. Und damit sich dieser Samenkorn entfalten kann, brauchen wir ja diese ganzen Sachen wie Licht und Wasser und Dünger und was auch immer. Und das findet sich hier im Grunde einmal in der unteren blauen Leiste wieder. Also das wäre sowas wie, wie ist das Familienklima, wie werden die Kinder in der Familie gefördert, wie werden sie aber auch in der Kita unterstützt, wie ist da Interaktion zwischen den Fachkräften und den Kindern, ist es unterstützend, fühlen die Kinder sich sicher, um überhaupt loszustarten und lernen zu wollen und ausprobieren zu wollen. Genau, das wären so die Umweltmerkmale. Und oben als weiterer Dünger oder Wasser oder Licht sind hier, da heißt es noch die nicht kognitiven Persönlichkeitsmerkmale, sehr technisch. Wir haben das in der Forschungsstelle Begabungsförderung auch die Selbstkompetenzen benannt. Also im Grunde die Fähigkeiten, die man in herausfordernden Situationen braucht, wenn man sich Aufgaben stellt oder Herausforderungen stellt. Und das wäre sowas wie Stress bewältigen zu können, dass ich mich selber in Situationen motivieren kann, weiterzumachen, dass ich mich überhaupt konzentriere und aufmerksam bin und Energie aufbringe für etwas, was ich machen möchte. Da geht es aber auch um den Umgang, also die Regulation mit Ängsten, mit Sorgen, vielleicht auch sowas wie aus eigenen Fehlern lernen. Kausalattribution wäre sowas wie Ursache und Wirkung, dass ich auch die Ursache für das bin, was ich schaffe. Oder es kann auch eine negative Verknüpfung sein, dass die anderen schuld daran sind, dass ich nicht lerne. Genau. Und diese Selbstkompetenzen tragen maßgeblich dazu bei, dass sich dieser Samen in eine schöne Pflanze oder einen Baum entwickeln kann. Das vielleicht so als Hintergrund für das, was wir uns weiterhin anschauen. Und um Kinder in ihrer Begabungsentwicklung gut unterstützen zu können, habe ich mal so die drei Eckpfeiler zusammengefasst, wo ich glaube, die sind ganz zentral. Das ist einmal die Interaktionsqualität mit der pädagogischen Fachkraft und auch mit den Peers, also mit den anderen Kindern. Wie wird es unterstützt? Also man sieht ja auf dem Bild auch, ne, also wie viel Raum gebe ich den Kindern selbst auszuprobieren? Wie viel Sicherheit empfinden die Kinder, um auch ausprobieren zu können? Wie gestalte ich die Gespräche? Welche Fragen stelle ich an die Kinder und so weiter? Das sind so als kleine Beispiele. Wie prompt und angemessen reagiere ich auf Situationen oder Angebote, die die Kinder mir machen, die für sie auch Lerngelegenheiten sein können oder Erfahrungsgelegenheiten? Und dann haben wir als zweites nämlich mal die vielfältige Lernumgebung. Na, da geht es ja darum, schaffe ich eine anregende Lernumgebung? Also ist die einladend, ist die spannend, ist die verlässlich, ist die variabel? Habe ich da unterschiedliche Materialien? Wenn ich zum Beispiel, wenn die Kinder zum Beispiel mit Knete arbeiten und ich merke irgendwann, das ist für die gar nicht mehr spannend. Jetzt haben wir Weihnachtszeit, dann kann ich zum Beispiel hier diese Ausstecher für Plätzchen dazu geben. Dann kommt wieder so eine andere Dynamik rein in dem Angebot. Sind es einladende Materialien? Sind die für alle Altersgruppen anregend?
Sind die leicht zugänglich und so weiter? Bieten die Anlässe, sich auszutauschen? Sind die Kinder an der Materialauswahl selber beteiligt? Also ganz viele Aspekte, die da reinspielen. Und dann der dritte Pfeiler sozusagen wäre das Beobachten. Also wie stelle ich denn eigentlich fest, was Kinder für Interessen haben, für Begabungen haben? Ne? Also ich finde da die Lavina-Engagiertheitsskala ganz schön, die nämlich mit Wohlbefinden und Engagiertheit arbeitet als Kriterien. Und Engagiertheit wäre zum Beispiel zu beobachten, ob das Kind Energie in dem mitbringt, was es da macht. Also hat es Eifer, hat es Begeisterung, ist da so eine körperliche Energie und Aktivität sichtbar, hat es eine Bereitschaft, sich anzustrengen. Oder wie ist das mit einer gezielten Aufmerksamkeit? Ne? Begrenzt sich das Kind auf eine bestimmte Tätigkeit? Wir kennen ja alle diesen Begriff Flow und taucht da total ein. Das wären so Sachen, die zum Beispiel in der Lavina-Engagiertheitsskala beobachtet werden. Oder auch das emotionale Wohlbefinden kann man da beobachten. Ne? Wie offen und empfänglich sind Kinder für ihre Umgebung? Man kann es auch an der Körperlichkeit oft schon sehen. Also wie ist der Gesichtsausdruck? Haben die einen offenen Blick? Sind die empfänglich für Blicke, für Kommunikation anders, für Berührung, für Ermunterung, für auch Trost, wenn was nicht so funktioniert oder für angebotene Hilfe? Können sie ihr Gefühlserleben ausdrücken? Und so weiter. Also wir haben ja nicht so viel Zeit, da jetzt einzutauchen, weil wir keinen Vortrag über dieses Thema machen, aber das mal als so ein paar Ideen, was sich dahinter diesen drei Eckpfeilern verbirgt. Genau. Okay, die nächste Folie bitte. Und um mal so jetzt in das zu kommen, was wir praktisch gemacht haben, in diesen Intensivkursen zum Beispiel mit den Fachkräften oder auch in der Inhouse-Fortbildung, da haben wir, was meinst du, still? Achso, das bezieht sich, glaube ich, gerade nicht auf mich, ne? Da haben wir mit den Intelligenzen von Gardner gearbeitet. Also Nadine hat ja vorhin auch schon was zum Thema Intelligenz gesagt. Und das ist ja mittlerweile auch schon länger umstrittener Begriff ist, was so eine übergeordnete Intelligenz angeht. Und Gardner hat ja im Grunde herausgearbeitet, dass es, wenn dann auch nicht nur eine Intelligenz gibt, sondern dass das, was ja sehr, sehr häufig und schnell wahrgenommen wird, zumindest in unserem kulturellen gesellschaftlichen Kontext, ist eine sprachliche und eine mathematisch-logische Intelligenz, aber er hat herausgearbeitet, dass es noch viel mehr Intelligenzen gibt, die alle nur unterschiedlich ausgeprägt sind. Und die sind abhängig von genetischer Veranlagung und Umwelt. Also ich glaube, das kann man einfach mittlerweile gar nicht mehr trennen. Diese Diskussion braucht man gar nicht mehr führen, diese Entweder-Oder. Und sie sind auch trainierbar. Und er beschreibt Intelligenz als die Fähigkeit, Probleme zu lösen oder Produkte herzustellen, die in einem kulturellen Rahmen geschätzt werden. Das wollte ich gerade selber klicken. Machst du noch mal eins weiter? Und ich habe, ohne jetzt alle bis ins Detail zu erklären, mal seine Übersicht mitgebracht in einem Bild. Ich fange mal bei dem Entdecker an. Also das wäre eine naturkundliche Intelligenz. Bei ihm heißt es naturalistisch, also die Begriffe sind manchmal ein bisschen unterschiedlich benutzt. Aber da geht es eigentlich darum, dass jemand gut beobachten, unterscheiden kann, zum Beispiel so Wetterphänomene, ne? Wenn ich jetzt Landwirt bin, dass ich solche Wetterphänomene gut erkennen kann, beobachten kann, vergleichen kann. Das wären so Beispiele. Dann musikalisch muss ich, glaube ich, gar nicht unbedingt erklären. Logisch, mathematisch wissen die meisten auch schon, ne? Der Umgang mit Zahlen, Freude an Rätseln, ja, wären da so Beispiele. Die schöpferische Intelligenz ist, glaube ich, heißt, glaube ich, bei Gardner die existenzielle. Das sind so Menschen, die auch, die so Vordenker sind oder Querdenker, aber nicht in diesem politisch-kritischen Sinne, der im Moment auch benutzt wird, sondern die so eigene Ideen entwickeln, ganz eigene Konzepte entwickeln, spirituelle Menschen, so wie der Dalai Lama, würde zum Beispiel auch dieser Intelligenz zugeordnet werden können. Dann gibt es die intrapersonale
Die hat viel damit zu tun, wie ich mich selber wahrnehme, dass ich mich, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Grenzen und so weiter gut kenne. Dann gibt es die kinästhetisch-physische, heißt es hier. Also da ist der Sportler benannt. Da geht es vor allem darum, dass ich meinen Körper gut kenne, dass ich den gut einsetzen kann. Und man kommt da auch so schnell auf Sportler oder auf Künstler, also Tänzer und so, aber auch ein Tischler zum Beispiel kann so eine hohe Intelligenz in dem Bereich haben, ne? Weil er seinen Körper da ja auch sehr gezielt einsetzen muss, um handwerklich tätig zu sein. Es kann auch ein Physiotherapeut sein mit einem guten Körpergefühl oder ein Chirurg. Also ich finde so wichtig, dass was bei dieser Begabungsförderung auch nicht immer nur um hochakademische Dinge geht, sondern dass auch Menschen, die andere Lebenswege für sich gewählt haben, eine hohe Intelligenz haben können und die da auch einsetzen. Dann haben wir die sprachliche Intelligenz, kann ich glaube ich auch nicht erklären. Und die soziale Intelligenz ist nicht so sehr die Intelligenz, die sich mit meinen inneren Prozessen beschäftigt, sondern die ganz viel mit Empathie zu tun hat. Ne, wie ich andere wahrnehme, wie ich andere fühle, wie ich auf Bedürfnisse anderer eingehe und so weiter. Genau. So, das so als kleine Überschau zu den Intelligenzen, dass man eine Idee hat. Und ich habe zwei mitgebracht. Machst du mal weiter? Ja, warte, manchmal reagiert es nicht so. Und zweimal einmal die interpersonelle. Da geht es wirklich um Selbstkenntnis, habe ich auch gerade schon angedeutet, ne? Gefühle gut ausdrücken zu können, Bedürfnisse wahrzunehmen, dass ich gut für mich sorgen kann, zum Beispiel, dass ich auch merke, dass ich müde bin oder dass ich erschöpft bin oder was ich jetzt brauche, dass ich vielleicht jetzt eine Pause brauche oder. Also auch ausdrücken kann, wer ich bin und meinem eigenen Gefühl nahe sein zu können. Und frühe Widerstandskraft ist auch, glaube ich, damit gemeint, das können Kinder auch schon früh machen, also nicht alle, aber sich schon so für sich einzusetzen und zu wissen, was ist mir wichtig und dafür auch einzustehen und eine frühe Selbstempathie. Also Empathie für andere haben ja viele, aber auch mit sich da gut zu sein und freundlich zu sein und wahrzunehmen, was ich brauche. Und jetzt ist meine Frage mal an alle, vielleicht mal ein paar Ideen in den Chat. Wie nehmen Sie oder Ihr Kinder wahr, die diese Fähigkeit besonders haben? Woran zeigen die das im Alltag, in der Kita? Was sind das für Kinder? Ja, stimmt, das mit der Interpersonal stimmt, das heißt hier Intrapersonal, da habe ich nicht aufgepasst, danke für den Hinweis. Also hohe Hilfsbereitschaft, sehr achtsam, Kinder mit besonderen Themen, mit vielen Fragen, die sehr fürsorglich, unterstützend auch für die Fachkräfte sind. Ja. Gibt es noch mehr Ideen? Das ist nämlich im Grunde auch das, was wir mit den ErzieherInnen in den Einrichtungen gemacht haben. Manchmal unbequem, da sie nicht alles mitmachen. Dass wir auch mal genau hingucken anhand dieser Intelligenz nach Gardner. Wie zeigt sich das eigentlich im Alltag bei den Kindern, wenn die solche Fähigkeiten haben? Wir können das ja hier so theoretisch gut beschreiben. Aber wie zeigt sich das eigentlich in dem Alltag? Was machen diese Kinder? Wie sind die mit anderen Kindern zum Beispiel? Oder wie sind die mit sich selbst? Wie sorgen die dann für sich? Okay. Und als zweites Beispiel habe ich die naturalistische Intelligenz mitgebracht. Da habe ich vorhin auch schon so kurz angedeutet. Also, was kann sein? Sammeln von Naturgegenständen, dann viel über Tiere oder über Natur zu wissen, auch eine enge Bindung zu haben an Tiere oder an Natur und Naturprodukte, schnellen, intensiven Zugang dazu, eine gute Beobachtungsfähigkeit,
in Bezug auf Tiere oder Naturereignisse, auch das Verhalten zu verstehen, vielleicht auch so eine Verbundenheit damit zu haben, ein Interesse an Vorgängen an der Natur, eine hohe Kenntnis. Auch Kinder, die Zusammenhänge zwischen Technik und Biologie sehen können, Wechselwirkung von Menschen und Natur zu verstehen und die Umweltbewusstsein zu entwickeln, vielleicht auch so ein Ungerechtigkeitsempfinden, was die Umwelt angeht, schon sehr früh zu entwickeln. Und vielleicht da auch nochmal ein, zwei Beiträge von Ihnen. Was sind es für Kinder? Also, das ist jetzt allgemeiner beschrieben, aber was machen die im Alltag in der Kita? Vielleicht ist auch jemand von Ihnen dabei, der oder die so ein Kind war. Regenwürmer ausgraben, stellen viele Fragen, wollen Sachen auf den Grund gehen. Ja, genau. Bei Regenwürmer ausgraben fällt mir ein, dass in einer Kita erzählt wurde, dass sie das Thema Dinosaurier hatten. Okay, Kinder, die sich Sorgen um die Umwelt im Gespräch sind, andere Kinder hinweisen auf Zusammenhänge. Jedes Insekt wird gesammelt, um Gefühle zu beschreiben. Lange Vorträge, in denen sie ihr Wissen teilen. Ja, okay. Genau, danke schön. Experten, zum Beispiel zum Dinosaurier. Genau. Und in diesem, was ich gerade anfing, Dinosaurier-Projekt, haben die Kinder dann auch in den Sandkasten ganz viel gebuddelt. Und ein Kind war sehr, sehr ausdauernd und hat aber nichts gefunden. Und dann haben wir in der Einrichtung, irgendwie, das war eine ländliche Einrichtung, Kuhknochen vergraben im Sandkasten. Und dann konnten die Kinder auch irgendwann fündig werden und haben dann echte Knochen gefunden. So hatten Erfolgsergebnisse. Okay, brauchen lange Zeit, um das Vertrauen zu finden. Da bin ich mir nicht so sicher, Frau Heise, bezieht sich das jetzt auf die intrapersonalen oder sind Sie bei der naturalistischen Intelligenz? Da verstehe ich den Zusammenhang gerade noch nicht so richtig. Vielleicht wollen Sie das kurz erklären. Können wir ja sonst auch in der Diskussion vielleicht hinterher nochmal aufnehmen, ne? Okay, dann machen wir das. Ja, das so als Idee, dass man da eben über diese Gartner-Intelligenz nochmal genauer hinguckt, was gibt es überhaupt für verschiedene Begabungen, woran zeigen die sich, was bringen die Kinder da mit, woran interessieren die sich und natürlich auch dann die Frage, wie muss so eine Lernumgebung für Kinder aussehen, die solche Begabungen mitbringen. Okay, ich beeile mich. Entschuldigung, habe ich vorzeitig geklickt? Nein, 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 ich Nochmal hatte nur im zurück. Chat gesehen. Ja, okay. Und das eine ist ja so, das können ErzieherInnen auch oft sehr gut, auf die Kinder zu schauen, was die so können. Und ich habe ErzieherInnen ja gelernt in einer Zeit, wo man noch sehr die Defizitbrille auf hatte. Heute schaut man ja viel mehr auf die Ressourcen der Kinder. Also da sind viele ErzieherInnen auch ganz gut geübt. Und wir haben dann aber in der Einführung, das war auch gewünscht, mal geschaut, was haben eigentlich die Fachkräfte für Stärken, was bringen die eigentlich so mit dieser Idee und deswegen auch hier dieses Haus als Fundament. Wenn ich als Fachkraft um meine eigenen Begabungen und Stärken weiß und in dem Haus weiter sind im Prinzip Selbstkompetenzen, ne? Das war so war einer von diesem Dünger oben in dem Modell, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Also ich weiß um meine Begabung, um meine Stärken und bin in meinen Selbstkompetenzen gut aufgestellt, dann bin ich auch in der Lage, die Begabung bei den Kindern gut zu erkennen und gut zu unterstützen und die Kinder auch zu unterstützen, ihr eigenes Haus der Begabung aufzubauen. Das so als Idee. Und dazu haben wir, machst du nochmal weiter, haben wir dann mit den ErzieherInnen oder ich in der Fortbildung zu ihren Stärken gearbeitet. Und das war jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber das wäre so eine kleine Übung, wo man einfach mal überlegen kann, so ein paar Minuten, was fallen Ihnen für Stärken zu diesen Tieren ein? Und wenn Sie sich jetzt 5 Minuten Zeit nehmen würden und einfach mal aufschreiben würden, bin ich mir sicher, fallen Ihnen eine Menge Dinge dazu ein. Okay. Also bei anderen geht es ganz leicht. Und wenn du jetzt, machst du noch mal eins weiter? Ja. Genau. Und für einen selber
ist es aber oft schwer. Und das ist auch eine Erfahrung für mich auch ein bisschen überraschend gewesen in den Fortbildungen, dass es das gar nicht so einfach ist, auch für die Fachkräfte auf sich zu schauen, was sie gut können. Weil zum einen ist unser Gehirn ja so ein bisschen auch so gemacht, dass wir eher auf Negatives schauen und oft unseren Fehlersum eingeschaltet haben und gucken, was wir für Fehler und Probleme kompensieren müssen. Und zum anderen gibt es ja auch diese soziale Norm, Eigenlob stinkt und Bescheidenheit ist eine Tugend. Das macht es natürlich schwer, auf die eigenen Stärken gut zu schauen und auch stolz und selbstbewusst zu sein und zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, der ganz wunderbare Stärken hat. Und deshalb sind wir oft betriebsblind für die eigenen Stärken. Also Dinge, die uns leicht fallen, Dinge, die wir gut können, die nehmen wir oft als gegeben hin und nehmen sie gar nicht so sehr als Stärken wahr. Und unter diesem Hintergrund haben wir im Grunde in dem Team auch mal geschaut. Und zwar haben wir gearbeitet mit dem Value and Action Test nach Seligman aus der positiven Psychologie. Also es haben alle Erzieherinnen im Vorfeld diesen Test einfach mal gemacht und haben dann eine Rückmeldung bekommen, welche Stärken besonders im Vordergrund stehen. Also welche Stärken sie aktuell besonders nutzen und deshalb auch zeigen. Und Stärken können über Handeln aktiviert werden. Ja? Also es gab sozusagen drei besondere Stärken und hier ist einfach mal aufgeschlüsselt, was es für Stärken gibt. Es sind 24 Stärken, die drumherum stehen und Seligman hatte diese Stärken untergeordnet in sechs Tugenden. Ne? Also übergeordnet wäre da Mut und unter Mut findet sich zum Beispiel authentisch zu sein, tapfer zu sein, Lebenskraft zu haben und so weiter. Ich kann den Link gerne nochmal mit weiterschicken, ja. Dann können Sie den mal machen. Und wichtig ist ja bei diesen Tests immer, es ist eine aktuelle Bestandsaufnahme. Also dieser Test ist kein immer gültiger Test, der Sie mit Ihren Fähigkeiten in Stein meißelt, sondern der zeigt, welche Stärken Sie jetzt aktuell besonders nutzen. Und es kann eine andere Lebensphase sein mit anderen Themen, dann kann das auch sein, dass andere Stärken in den Vordergrund kommen. Sie bekommen also eine Liste von Stärken, die Sie besonders nutzen, die Sie so Mittel nutzen und die sie nicht nutzen, aber die werden da schlummernde Stärken genannt. Also es sind Stärken, die im Prinzip angelegt sind, aber gar nicht so genutzt werden. Machst du mal eins weiter? Genau. Und hier ist es im Grunde nochmal, sind es die gleichen Stärken, aber nach Robert McGrath nochmal ein bisschen gebündelter, weil er sagt, Stärken, die wir haben, bündeln sich unter drei Schirmen. Also einmal, ich mache das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, nur so als kleinen Einblick. Zum Beispiel unter dem Schirm Offenheit finden sich Stärken, ja, wo man einfach der Welt sehr zugewandt ist, neugierig im Sinne von viele Interessen zu haben, zum Beispiel, oder kreativ ist, also in der Lage ist, schnell neue Lösungen zu finden oder Lösungen zu generieren, mal ganz anders zu denken. Auf Offenheit im Sinne von Tapferkeit. Also ich denke zum Beispiel, ich bin letztes Jahr in Portugal mit einem Mietwagen mitten in der Stadt gefahren. Das ist ja auch, wäre auch eine Kleinigkeit, die mit Offenheit zu tun hat. Oder Liebe zum Lernen, dass man ja, dass man es mag, immer wieder neue Dinge zu erfahren oder auszuprobieren. Und so findet sich auf der anderen Seite die Verbundenheit. Da geht es wirklich um Stärken, die sich unter diesem Schirm verbinden, wo es viel um Gemeinsinn geht, mit anderen sein, für andere sein. Aber auch Dankbarkeit wäre zum Beispiel so eine Stärke, dass ich dankbar bin für die Dinge, die da sind. Also das ist auch fast manchmal so was Spirituelles. Also ich sehe so einen größeren Zusammenhang. Man könnte jetzt auf jede einzelne Stärke noch eingehen, aber das ist ja auch nicht unser Schwerpunktthema heute, aber zu diesen Stärken haben wir gearbeitet. Und dann machst du mal eins weiter. Also ja, genau. Das nur als kleiner Einblick. Ich könnte da noch ganz viel zu erzählen, aber wir haben ja nicht so viel Zeit heute. Und dann, nachdem alle sozusagen ihren Stärkentest hatten,
Haben wir diese Stärken reflektiert? Also was ist jetzt eigentlich neu? Was war überraschend? Was war vielleicht auch bestätigend, was ich schon von mir wusste? Oder wo sind eben auch Dinge, wo ich denke, weil, ja, das habe ich war mir gar nicht klar, dass das auch eine Stärke sein könnte. Und dann geht es am Ende darum, wo und wie die Stärken aktuell eingesetzt werden im Berufsalltag, so dass sie auch wirklich helfen, positive Gefühle zu erleben, was zu schaffen, Ziele zu erreichen, andere gut zu unterstützen. Ne, wenn es jetzt natürlich um die Frage von Begabungsförderung geht, wie kann ich auch bei den anderen die Stärken erkennen? So, dann bin ich sozusagen auch sprachfähig. Und da haben wir dann auch so konkrete Aufgaben mitgegeben, dass man mal sich, wir haben ja gesagt, es gibt drei Hauptstärken, dass ich mir eine Stärke nehme und mal schaue, wo finde ich die eigentlich eine Woche lang in meiner Arbeit? Was mache ich eigentlich mit dieser Stärke? Wie setze ich die eigentlich ein? Das wäre so eine, das ist so ein Beispiel, wie wir damit weitergearbeitet haben. Okay, mal eins weiter. Und dann war halt auch die Idee, dass man so ein Gesamtbild aller Teamstärken erstellt, dass man auch sehen kann, okay, wir haben hier diese ganzen Stärken im Team. Und dann kann man auch nochmal schauen, inwieweit werden die eigentlich wirklich auch genutzt. Ne? Weil manchmal werden Stärken auch übertrieben eingesetzt. Ne? Wenn ich jetzt zu empathisch bin, dann geht es vielleicht auch manchmal auf meine eigenen Kosten, dass ich nicht gut auf meine Grenzen achte. Kann aber auch zu wenig sein. Also im Grunde ist es wie so eine Radiolautstärke-Regler, dass ich immer gucke, wie muss meine Stärke eigentlich eingestellt sein, dass sie optimal genutzt werden kann. Und in dem Kontext haben wir zum Beispiel auch, 2 Minuten, okay. In dem Kontext haben wir zum Beispiel auch so erlebnispädagogische Angebote gemacht, wo die Erzieherin sich auch nochmal in so einer Gruppe, es gab zum Beispiel so ein kompliziertes Puzzle, was sie miteinander gelöst haben. Muss ich jetzt nicht weiter erklären, aber das nur so als eine Idee. Also wir haben dieses komplizierte Puzzle als Gruppe miteinander gelöst und dann sieht man ja auch immer ganz gut, wer übernimmt hier welche Rolle, wer setzt welche Stärken ein und sowas haben wir dann auch hinterher miteinander reflektiert. Und das fanden die auch richtig gut, weil das einfach nochmal so erfahrbar war, wie die eigenen Stärken zum Einsatz kommen. Okay, ja. Noch ein Beispiel ist eine Ressourcendusche, die wir dann ziemlich am Schluss gemacht haben, dass man nämlich jetzt hat man ja sozusagen diesen Test und hat nochmal geguckt für sich, welche Stärken habe ich, habe nochmal geguckt im Team, welche Stärken haben wir als Team. Und dann haben wir es so gemacht, dass sich 2 MitarbeiterInnen immer zusammengesetzt haben und sich gegenseitig nochmal ihre Stärken gespiegelt haben. Und da hat man immer richtig gemerkt, wie, ja, mit was für einer Strahlkraft und Energie sie oft hinterher aus diesen Gesprächen rauskamen. Das wurde dann auch festgehalten, nochmal auf schönen Postkarten, und durfte jeder das für sich mitnehmen als Merchandising sozusagen, was man sich an die Wand hängen kann und weiß, okay, das ist das, was hier auch geschätzt wird. Das so als eine Methode. Und dann haben wir auch versucht, das zum Schluss nochmal in Verbindung zu bringen. Das nur ganz, ganz kurzes Beispiel. Wenn ich jetzt diese Stärken, also das ist ein Beispiel auch sozusagen aus meiner Biografie, meine Stärken sind Kreativität, Liebe zum Lernen und Sinn für Schönes. Und dann haben wir das versucht, nochmal auch mit diesen Gartner-Intelligenzen in Verbindung zu bringen. Also welche Begabung finden sich dann in meiner Kreativität? Das können Sie auch lesen, das wäre bei mir Raumgefühl, ich spiele Instrumente, ich singe, ich bin immer voller Ideen und so weiter. Oder bei Liebe zum Lernen, ich habe eine hohe Wissbegier, ich schreibe viel, ich stelle mir viele Fragen und so weiter. Und Sinn für Schönes genauso. Genau. Und jetzt nochmal sozusagen zurück auf die Grundpfeiler. Also wenn ich da, ne, wenn ich an dieses Haus denke, was ich vorhin gezeigt habe, wenn ich da gut aufgestellt bin, wenn ich mich gut kenne mit meinen Begabungen, mit meinen Fähigkeiten, wenn ich weiß, was es eigentlich für Stärken gibt und so weiter, dann bin ich auch in der Lage, diese Begabungsentwicklung von den Kindern gut zu unterstützen. Das ist so die Idee, aus diesen Beispielen, wie wir in den Fortbildungen arbeiten,
die ich jetzt mitgebracht habe für die Begabungsförderung. Könnten auch ganz andere Aspekte sein, aber das nur als Idee, wie wir arbeiten. So, jetzt höre ich auch auf. Vielen Dank.